Hallo ihr Schlingels und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Jack made Disney Puppenhaus. Nicht doch. Mit den Ausgaben 129 und 130 und ich würde sagen, wir gehen rüber an den Tisch. Nein, doch. Wir blättern durch die Hefte und schauen, welche Teile wir bekommen. Los geht's. Was ist denn los? So, ich habe mir alles zurechtgelegt. Das heißt, wir können loslegen. Hier haben wir die 129 und die Teile und die 130 und die Teile. Und ich würde sagen, wir gucken uns die 129 einmal an und blättern fix durchs Heft. Wir bekommen Türen und Pfefferkuchen-Mädchen, also Minimaus, denn Mickey haben wir schon. Ja, dann werden die Teile hier eingebaut mit Metallstiften, vorher noch den Griff dran. Ja, dann geht's richtig los. Dann werden hier Haken, hier sind Haken mit dabei, packen wir gleich mal aus. Haken in das Dach eingeschraubt quasi und dann wird das Dach drauf gesetzt. Dann kann vorne die Tür ran. Ach ja, und das obere und untere Teil wird auch zusammengesteckt. Das, was wir beim letzten Mal schon vermutet haben. So, und hier geht's um die Hexe oder Zauberer, das Making-of Teil 1. Aristocats, das Making-of Teil 1. Und dann sind wir durch. Die Teile gucken wir uns dann gleich an. Wir blättern nur noch schnell durch die 130 und gucken mal fix rein. Da haben wir die Lichter des Karussells. Da gibt es die ersten Lampen und eine Weihnachtssocke. Und die Lampen dürfen wir natürlich auch gleich einbauen. Ihr seht, das ist eher unspektakulär und geht recht schnell von der Hand, wie es aussieht. Und ja, dann sind wir auch schon durch. Hier haben wir Elsa, eine Doppelseite. Hier haben wir die Schöne und das Biest, das Making-of Teil 1 von ebenfalls mit einer Doppelseite und Pinocchio, das Making-of Teil 1. Und dann sind wir damit auch durch. Gut, ich würde vorschlagen, wir fangen auch damit an, also mit den Teilen, beziehungsweise mit der 129. So machen wir es. Ich bereite vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn du mich nochmal duzt, hau ich dir eine Delle in die Gewürzgurke. So, die Teile sind vorbereitet und habe ich schon mal hingelegt. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, sind die Teile, die hier nochmal separat in Tüten verpackt sind, ausgepackt. Denn das bringt mir sehr viel Unruhe auf den Tisch. Und wenn da doch mal was wegrullert, was man noch nicht braucht, dann ist das sehr ärgerlich. Deswegen packe ich die Teile so aus, wie ich sie brauche. Und hier haben wir auf jeden Fall die beiden Türen. Hier haben wir die Griffe, die müssen wir hier noch raustrennen und hier reinkleben. Hier haben wir die Haken nachher fürs Dach. Hier haben wir die Stifte für die Türen, um die einzubauen und die Schrauben, um das Dach oben zu befestigen. Und zwei Lebkuchen-Minis. Ja, da würde ich sagen, fangen wir doch direkt an mit den oder mit dem Raustrennen der Türgriffe. Ja, dann nehme ich mir hier so ein kleines Bastelmesser und dann löse ich die da raus. Kann man auch mit einem Seitenschneider machen, wäre vielleicht einfacher gegangen, aber hinterlässt immer unschöne Spuren. Deswegen dann doch lieber mit einem Messer. Gut, das können wir dann auch schon einkleben. So. Die Griffe sind dran geschraubt, das bedeutet, es geht weiter mit dem großen Kasten, denn die Türen müssen da jetzt noch reingesetzt werden. Das heißt, ich baue hier nochmal um und dann geht's weiter. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Ja, da bin ich jetzt bewaffnet mit den Teilen, die ich brauche. Ich habe hier einmal ja, das Ladengeschäft sozusagen mit den Pferdchen, die wir beim letzten Mal schon reingeklebt haben. Und hier auf der Rückseite sollen dann quasi jetzt die Türen rein. Ne? Ihr seht's. Eine hier, so. Und eine hier. So, der Test, der erste Test, der sieht schon mal ganz vielversprechend aus. Ich probiere es nochmal andersrum. Macht das jetzt einen Unterschied? Eigentlich meiner Meinung nach nicht. Guck ich mal. Nö. Also ich denke, da wird es unten. Genau. So, wunderbar. Dann können wir das so reinsetzen. Perfekt. Ich habe jetzt hier einmal eine Zange. Ich habe aber auch Pinzette. Ich schaue mal, wie es am besten funktioniert und schaue noch mal genau in die Anleitung, weil die Stifte, ich weiß gar nicht, ob man das bei der Kamera überhaupt einfangen kann. Die sind auf der einen Seite, sind die so ein bisschen, ja, wie so schroff, sternmäßig, wie auch immer, eingeritzt. Jetzt muss ich bloß gucken. Gezahnten Seite nach oben.
Ah ja, mit der gezahnten Seite nach oben. Na, dann legen wir das mal so aufs Dach. Dann machen wir es, wie es in der Anleitung steht. Das wäre noch viel besser. Könnt ihr zwar jetzt nicht allzu viel sehen. Wartet mal, vielleicht kriege ich das irgendwie gedreht. Dann sollte das doch passen. Und dann setzen wir da mal einen Stift rein. Ja, jetzt könnt ihr vielleicht die Rückseite der Pinzette nehmen, um damit den Stift besser reinzusetzen. Und mit der Zange habe ich da so meine Bedenken. So, der Stift ist komplett. Ne, Quatsch, falsche Seite. Ach, jetzt muss ich nochmal rausdrücken. Das war jetzt mein Fehler. So, zweiter Versuch. Das sollte doch jetzt besser klappen. So, der Stift ist versenkt. Wunderbar. Oh, ich habe so ein bisschen Sorge, dass hier was abbricht, wenn ich das bewege, weil das ganz schön stramm drin sitzt. Dann wird das wieder mit der Zange. Am Anfang braucht man doch sehr viel Kraft, um die Stifte reinzudrücken. Also da empfehle ich, eine Zange zu nehmen. So, das rutscht ganz gut bis dahin. Und jetzt nehmen wir die Pinzette, die Rückseite davon und schieben das Ganze durch. Und dann verschwindet der Stift auch ganz. Ich habe bloß Angst, das ganz aufzumachen hier, weil das doch sehr, ja, muss man zwei, dreimal hin und her bewegen, dann geht's. Ja, wunderbar. Das Ganze machen wir jetzt auf der Seite hier auch noch. Ich habe bloß Angst, weil die Scharniere ja so klein sind, nicht, dass hier was abbricht, aber jetzt ist fest. Aber die Tür auch noch im Moment, also die geht auch sehr schwer am Anfang auf. Seid da vorsichtig, nicht, dass ihr euch diese Scharniere da abbricht. Das wäre der Horror und das reicht, wenn man es dann einmal auf und zu macht. Ab dann wird es immer leichter. Also jetzt seht ihr schon, es ist viel leichtgängiger. Ja, gut. Das haben wir, dann können wir direkt weitermachen. Ich blätter um und bereite vor. So, jetzt haben wir den unteren Teil des Wagens, wo dann später quasi hier unten noch die Achse dran kommt, mit den Rädern noch davor. Und das hier ist die Vorderseite. So, das Teil soll jetzt auch mit der Vorderseite, also beide Vorderseiten gehören zusammen, hier unten eingebaut werden. Und dabei soll man die einzelnen Punkte treffen. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann, wenn man da so... Naja, da seht ihr wahrscheinlich nicht viel. Jedenfalls hat man hier so, ihr seht es hier, ist, wo ist es denn? Doch, hier sieht man es besser. Hier diese Art von Zacken. Dafür sind hier unten entsprechend Aufnahmen. Wo haben wir es? Hier, das ist zum Beispiel eine. Und da exakt soll das rein. Und diese beiden Teile hier, links und rechts, die rasten hier unten quasi ein. Und dann ist das quasi ja, ein Bauteil. Da soll auch nichts geklebt werden, steht extra in der Anleitung drin, also machen wir das auch nicht. Jetzt rastet es ein, hier auch, jetzt ist es fest. Mehr sollen wir hier nicht machen, das war's schon. Das ist doch nicht möglich, das kann doch gar nicht sein. Damit sind beide Teile jetzt eins, das was ich quasi beim letzten Mal einfach nur so aus Spaß an der Freude mal ausprobiert habe, das ist jetzt quasi ja, ernst geworden, super. So, wie geht's weiter? Ja, mit dem Dach, das sollen wir vorbereiten und da sollen wir jetzt auch die ganzen Haken reindrehen. Also tauschen wir mal die Bauteile und befreien die Haken aus ihrem Beutel. So, die Haken sind da. Das heißt, die können wir jetzt der Reihe nach einschrauben. Ja, das kürzen wir ein bisschen ab. Das ist ja jetzt, hoppla. Einen drehen wir gemeinsam rein, wie wir das immer machen. Bei einigen Stellen oder an einigen Stellen habe ich so ein bisschen meine Bedenken. Da ranzukommen, vor allem hier, ich weiß gar nicht, das ist hier reingeklebt. Ach, hier soll gar keiner dahinter, na Gott sei Dank. Klar, soweit. Da müssen wir auch darauf achten, wie rum die Haken zeigen, wenn sie drin sind. So, den machen wir mal in die Richtung. Ein echter Metallhaken. So, und jetzt aber Zeitraffer, ab dafür. Dann sind wir fertig mit den Haken. Ich sag euch, ist das anstrengend, wenn man so viele davon da reindrehen muss. Das geht ganz schön auf die Hände und vor allem hier auf den Unterarm, mein lieber Scholli. Ja, und jedenfalls sollen wir das jetzt hier auch oben drauf setzen. Und zwar
mit den Haken nach unten. So soll das hier rauf. Und da gucken wir mal, ob ich das irgendwie hinkriege. Da wird hier eng mit den Haken hinten. Ja, habe ich jetzt drauf. Gut. Und jetzt müssen wir das Ganze festschrauben. Dann machen wir das mal. Und zwar an den vier Punkten. Einmal hier, einmal hier. Einmal hier drüben. Und eine letzte hier hin. Ja, eine Schraube ist übrig, also eine Ersatzschraube, das ist gut. Wunderbar. Und damit sind wir durch. Ja, das Einzige, was wir noch machen können, ist einmal vorne reinschauen. Wir können uns das Ergebnis jetzt anschauen. So sieht das jetzt aus. Und so von der Seite, so von hinten. Und ihr seht, das kann man aufklappen. Kann man aber auch zuklappen, wenn das Geschäft geschlossen ist. Genauso auch hier vorne mit den Haken oben drin. Und jetzt können wir das Ganze, müssen wir es nach unten, das ist unten, gut. Können wir das hier zumachen. Dann ist das hier vorne zu. Dann ist der Laden komplett geschlossen. Ja, geile Sache. Gefällt mir. Schön. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Na, auf die Nummer bin ich gespannt. Ja, und genau damit geht es weiter, und zwar den Lampen. Und ich habe jetzt hier an die Batteriebox, also die Batteriebox war jetzt nicht dabei, die ist noch vom letzten Mal, und damit kann ich jetzt einmal testen. Und ihr seht, die LED funktioniert, sie leuchtet. Ich klemme sie aber noch mal ab, denn wir wollen das Ganze ja jetzt auch noch einbauen. Hier, dafür haben wir die Schrauben. So, dann haben wir alles jetzt vorbereitet. Und ich habe mir mal das Häuschen dazu geholt, und jetzt kommt die Idee. Schaut mal, an dem Söckchen ist ja oben wie so eine Schlaufe dran, und hier haben wir ja die Haken drunter geschraubt. Wo seid ihr denn? Da. Dann hängen wir mal hier die Socke dran. Das könnte es doch sein. Also kann ich mir ganz gut vorstellen. Ach, beim letzten Mal waren ja auch Söckchen dabei. Guck mal, wenn ich sie noch mit dran hänge, dann sieht das doch richtig schön weihnachtlich aus. Ha, denke ich. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen, dass man das schon reinhängen soll, aber wie auch, wenn man noch dran arbeitet, ist das ja Quatsch. Aber darum soll es gar nicht gehen. Genau, es soll nämlich ums Arbeiten gehen, und da fangen wir an mit, ja, damit, dass wir die LEDs hier reinsetzen sollen und dann entsprechend diese Halter dahinter, die die LED quasi in der Lampe halten. Der soll dahinter, und dann soll das Ganze verschraubt werden. Na, es muss bloß noch richtig rum sein. Jetzt haben wir es. Wunderbar, dann kommt die Schraube oben rein. Die erste Lampe haben wir verschraubt. Das gleiche machen wir jetzt mit der zweiten. Und dann bauen wir die Lampen ein. So, Nummer 2 ist auch eingesetzt. Dann holen wir uns mal unseren Wagen, unseren Weihnachtswagen hierher, und was haben wir denn da? Jetzt dürfen wir die beiden Glasteile hier oben reinsetzen, und da drüber kommen dann unsere Lampen geschraubt. So, jetzt mal gucken, die beiden Teile sollen jeweils nach außen. Okay, gut. Naja. Wunderbar. Und dann wird das Ganze verschraubt. Ihr seht die Punkte jeweils oben und unten oder vorne und hinten, wie ihr möchtet. Da kommen dann jeweils zwei Schrauben rein pro Lampe. Nichts Spektakuläres. Gut, haben wir das auch fertig. Die Lampen sind drin. Ja, so sieht das jetzt quasi von unten aus, von drinnen, wie auch immer. So, da sieht man es ganz gut. Und ja, jetzt schließen wir es nochmal an. Schade, dass man nur eine Lampe anschließen kann. Ich bin auch gespannt, wie das hier gelöst wird später. Ich denke, mit einer Batteriebox, da kommen ja noch ein paar LEDs dazu. Deswegen denke ich, da kommt eine Batteriebox rein, die aber auch hier AA-Batterien oder so. Das ist was, ist besser als die Knopfzellgeschichte im Puppenhaus. Und dann machen wir mal die Lampe an und gucken mal. Ach, das sieht doch toll aus. Das sieht man jetzt zwar im Hellen nicht ganz so viel davon, aber...
Oh, doch, man kann das schon erahnen. Das sieht, oh, das wird toll. Ich sag's euch, das wird toll. Donnerwetter, ist das alles echt? Nein, das ist eine Prothese. Ja, ihr Lieben, und damit sind wir schon am Ende mit Ausgabe 129 und 130. Und hier unser Ergebnis. Ich bin hocherfreut. Das gefällt mir. Da gibt es endlich mal einen Fortschritt zu sehen und es liegen nicht mehr so viele lose Teile rum. Das freut mich auch. Und da bin ich gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich hoffe ja auch. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und lasst einen Daumen nach oben da. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao.